Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli! Ja, heute geht es darum, den Pokédex ein wenig zu vervollständigen mit den versionsexklusiven Pokémon und dafür habe ich mir Hilfe in Form von dem guten Kevin bestellt sozusagen. Nein, er hat sie tatsächlich angeboten, sehr, sehr lieb von ihm natürlich. Und nun werden wir uns mit einem weit entfernten Spieler verbinden und er hat uns bereits einen Code geschickt, den wir hier bei Linktausch angeben müssen. Das ist einmal Bizarm, Shiggy, Glumander und dann haben wir uns dann auch mal verbunden. So, es wurde ein Spieler gefunden. Perfekt. Und das Schöne ist, er hat sein Pokédex schon vervollständigt und er hat gesagt, es ist ihm relativ wurscht, was er bekommt und deswegen, ja, geben wir ihm alles, was wurscht ist, einfach mal rüber, weil, ne? Wenn er damit einverstanden ist, dann... Was soll ich denn machen? Ne? Ja. Kannst du für kurze Zeit kein Pokémon mehr tauschen? Okay, das ist natürlich blöd. Aber natürlich vollkommen in Ordnung. Ich verstehe, warum sie es machen. Ich öffne mal nebenbei schnell die... sag schon. Die versionsexklusive Pokémon-Liste. Und zwar, Mankey steht natürlich drauf, ist ja logisch. Den müssen wir dann zu Razaf entwickeln. Aber das werden wir ja hinbekommen, denke ich mal. So. Dann. Ja, ne? Bieten wir mehr Safcons an. Oder Taubsis, komm, Taubsis haben wir auch hier. Oh, Level 32, ich meine, das ist ja ein super Deal für ihn. Ne? Mein Level 32 Taubsi, ne? Den kriegt man nicht jeden Tag, ne? Also. Das ist schon was Besonderes. So, Myrapla bekommen wir auch. Das müssen wir natürlich zweimal weiterentwickeln über Duflor zu Giflor. Das sollte allerdings auch möglich sein. Und ja, da haben wir ein kleines Myrapla. Wie gesagt, das entwickeln wir dann weiter. Und dann haben wir da auch schon wieder ein paar Pokémon gesichert. Oh, ein neuer Pokédex-Eintrag. Natürlich. Sehr, sehr schön. Wir wollen natürlich euch nicht zu lange warten lassen. Und die Verbindung wird hergestellt. Was haben wir noch? Irgendwas. Ja, okay, mein Joy-Con gibt gerade wieder komplett auf. Ja, komm, Mauzi. Mauzi ist, glaube ich, sogar ein versionsexklusives Pokémon. Das heißt, der Tausch gegen Fukano ist natürlich optimal für ihn. Auch wenn er den Pokédex schon vervollständigt hat. Wir müssen ihm das ja auch irgendwie verkaufen, dass er hier bei der Aktion auch einen Gewinn macht. Ne? Irgendwie. So, in etwa. Müssen wir das machen. Ja, Fukano, wie gesagt, müssen wir nicht weiterentwickeln, weil wir haben ja bereits das Arcani erhalten. Allerdings können wir ja nicht züchten, deswegen gibt es uns keine Möglichkeit, da an ein Fukano zu kommen. Fehlen noch Salima, Sichlor und irgendwas anderes. Wir müssen mal gucken, was wir noch so über haben. Hier kommt Pummeluff. Pummeluff ist super, oder? Da freut er sich bestimmt drüber. Genau, ein Slimer, perfekt. Das ist sogar ein Alolan Slimer. Das ist, glaube ich, relativ egal. Allerdings, die Alola-Form ist natürlich auch in Ordnung. Müssen wir dann zu Slimog weiterentwickeln. Und dann sind wir da relativ gut aufgestellt. Dann fehlt noch Sandarm und Sichlor. Und dann muss ich mal fragen, ob wir die ganzen Tauschentwicklungen direkt noch hinterher schreiben. Also Simsalar, Machomai, Geowatz und Gengar. Die habe ich ja alle schon in ihrer Vorentwicklung, sage ich jetzt mal. Ein Kadabra bietet er an, das heißt, wir sind bei den Entwicklungszeugs. Dann biete ich ihm auch ein Kadabra an. Level 28 Kadabra. Dass wir das entwickeln müssen. Weil, warum nicht? So, nun haben wir ein Kadabra bekommen. War ein Wunder. Und nun entwickeln wir das zu einem Simsalar. So, dann haben wir also auch ein Simsalar an unserem Pokédex. Versucht Gedanken gut zu erlernen. Kriegt er nicht. Ist nicht drin. Ich schicke ihm jetzt mal ein Apollo rüber. Dann gucken wir, was passiert. Gegen einen Sandan. Okay, dann vermixen wir jetzt wieder ein paar... Ja, wir vermixen wieder ein paar Trades hier, denn wir wollen natürlich auch das Gengar, was dabei rauskommt, bekommen für unseren Pokédex. Und ja, dann fehlt natürlich noch Mashok
und Georock, die wir tauschen müssen. Auf jeden Fall haben wir einen Sandan, das können wir natürlich weiterentwickeln. Für einen Sandama. Für unseren Pokédex. Und dann. Ja, es fehlen immer. Überall fehlen immer noch Pokémon, aber nicht mehr ganz so viele. Jetzt fehlt noch Sichlor als. Als exklusives Pokémon, glaube ich. Also wird damit durch und dann noch Mashok, Machomai, also Machomai, Geowatz und Gengar müsst ihr natürlich noch zurückerhalten für die Vervollständigung des Pokédexes. Aber das sollte ja alles möglich sein. Funktioniert erstaunlich gut hier, dieser Link-Tausch. Klar, er ist jetzt gerade in der Entwicklung des Apollos zu Gengar, deswegen ist das so ein wenig ein Hin und Her. Ein Sichlor, da müssen wir ihm irgendwas anbieten. Versionsexklusives Pokémon von Let's Go Evoli ist natürlich Clefairy, das heißt, er kriegt hier natürlich wieder auch einen Bonus für uns, von uns. Dann freut er sich, ja, ich weiß, klar, er hat Pokédex vervollständigt und so, aber, ne. Wir müssen ihm das ja, wie gesagt, irgendwie auch verkaufen, dass das hier richtig ist, was wir tun. Nein, wie gesagt, ist sehr nett, dass er sich da bereit erklärt, uns mit Pokémon zu versorgen, für unseren Pokédex, für maximalen Pokédex-Vervollständigungsgrad. Natürlich Mew werden wir jetzt nicht bekommen, aber wie gesagt, zu Mew habe ich auch schon mal ein paar Worte gesagt, dass sie das da exklusiv anbieten, ist halt absoluter Nonsens. Ja, dann müssen wir jetzt ein paar Pokémon entwickeln und dazu müssten wir ein Georock finden. Hier kommt nämlich mal das Level 45er. Mew! Mew! Wenn man vom Teufel spricht, will er mir jetzt wirklich Mew anbieten? Das muss ich aber, glaube ich, zurücktauschen, aber dann haben wir so ein Pokédex. Dann kann sich Georock entwickeln. Und Mew. Wir haben eine Mew. Kümmer dich gut um Mew. Okay. So. Dann schicken wir das Mew, glaube ich, direkt zurück. Wäre, glaube ich, angemessen. So, weiter geht es. Dann gehen wir mal direkt ans Ende der Liste. Hä? Sortieren wir es mal nach Pokédex-Nummer. Und dann schicken wir mal Mew zurück. Und dann gucken wir mal, wie er dadurch seine Pokémon scrollt. Ein Geowatz. Sehr, sehr schön. Dann tauschen wir das. Zack. Und dann haben wir ein Geowatz. Wie gesagt, Gengar und Mach. Jetzt habe ich den Joy-Con wieder weggeworfen. Ich bin auch eine Trantüte. So. Du gibst Mew zurück an Kevin. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe mich über Mew, dass es dann nur den Pokéball Plus gibt. Da habe ich mich ja schon genügend drüber aufgeregt. Ich finde es halt einfach unnötig. Weißt du, früher war das halt so bei Veranstaltungen. Das war auch schon komisch. Dann hatten sie dieses allgemeine Geheimgeschehen eingeführt, dass du einfach in irgendeinem Monat das bekommen hast. Das war eine relativ gute Lösung. Und jetzt halt, ja, du musst halt einfach dieses Ding kaufen, um Mew zu bekommen. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist natürlich schon ein bisschen verwerflich. Ja, und dann kann man schon wieder, also dann kann ich schon wieder verstehen, warum man PK Hex und sowas gut findet. Weil, naja, was soll man denn machen, ne? Irgendwie muss man ja daran kommen. Das funktioniert nicht, ist dir klar. Es gibt kein X-Bad, oder? Es gibt kein X-Bad in dem Spiel, oder? Ein Shiny Golbat. Weiß ich nie, was ich damit anfangen soll. Also klar, wahrscheinlich will er jetzt sagen, ja, also ich habe schon Shiny Pokémon, ne? Ja, ganz Premium hier. Hatten wir einen Shiny gefunden? Ich glaube, wir hatten einen Shiny gefunden, ne? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber ich hätte jetzt gerne meinen Gengar wieder. Wäre ziemlich fresh. er hat gerade geschrieben, wollte witzig sein, weil es ein random Shiny war. Muss ja so ein bisschen muss er jetzt angeben. Na,
Das ist so sein Ding. Dann sagt er so, ja, also ich habe ja Shiny Pokémon. Mhm. Ja. Das kennen wir ja von ihm. Also, anscheinend kennen wir das von ihm. Während er das Machoke hier entwickelt. So eine Machomai. Wie gesagt, brauchen wir noch die beiden zurück. Mein Gengar, mein Machomai. Und dann haben wir, glaube ich, das große Verbrechen des Pokémon-Versions exklusiven Tausches hinter uns gebracht. Wird halt nicht angezeigt? Nein, nein. Okay, es ist das hier. Wenn das hier ist es, dann tauschen wir ihm das zurück und erhalten unser Gengar. Und dann brauchen wir noch das Machomai und dann haben wir, glaube ich, alles fertig. Dann kann das wieder jemand anderen tauschen und sagen, oh, guck mal, ich habe ja ein Shiny. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ne? Nein, so schlimm ist das ja nicht. So, Gengar ist zurück. Und dann tauschen wir ihm ein Chanera. Wir wissen ja, Chanera, eins der meist EP-bringendsten Pokémon, wenn man das fängt. Deswegen ist das natürlich auch für ihn sicherlich gut, dieses Pokémon per Tausch zu erhalten. Warum, müsst ihr jetzt nicht unbedingt nachfragen. Einfach sagen, da kriegt er einen richtig guten Deal bei der Sache hier. Ne? Irgendwie müssen wir ihm das ja, wie gesagt, so gut reden. So, Machomai ist zurückgekehrt, optimal. Und damit kriegen wir einen weiteren Pokédex-Eintrag. Sehr, sehr schön. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben zum Angebot. Wir haben natürlich Taubsies. Warum haben sie so viele Taubsies? Was sollen wir denn mit den ganzen Taubsies? Und finden ein Nocturne. Sehr, sehr schön. Dann müssen wir das, ich weiß gar nicht, findet man das noch? Weil im Pokédex stand Habitat unbekannt, aber ich glaube, ich habe vor einer Zeit mal gelesen, dass es das auf der Siegestraße irgendwie gibt. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Allerdings, ja. So ist es natürlich besser, weil wir uns da nicht darum kümmern müssen. Man hätte wahrscheinlich von Pokémon Go einmal rübertauschen können, das Ganze, um den Pokédex zu vervollständigen, aber weiß ich nicht. Bin noch ein bisschen skeptisch mit dem Go-Park und ja, ich habe ihn noch nicht verwendet und ja, eigentlich wollte ich zeigen, aber ich denke, der Zug ist bei weitem abgefahren. Bei weitem ist der abgefahren. So, dann war es das, glaube ich. Die Pokémon weiterentwickeln tun wir natürlich hier selbst. So, er bietet uns jetzt an, Duflor und Giflor noch zu tauschen. Das würde natürlich unsere Pokédex-Vervollständigung einfacher machen. Es ist halt auch, wir müssen es halt auch mal realistisch sehen, es ist auch nur doof rumleveln, ne? Ja, ich glaube, wir würden jetzt das Geowatt zurückgeben, aber das habe ich ihm halt nur so aus Spaß geschickt. Und wir bieten ihm nochmal ein Taubsi hier an. Ist das richtig Feines? Was richtig fein ist. Und dann sehen wir hier einen Giflor. Da müssen wir das nicht mehr entwickeln. Wie gesagt, es ist halt auch nur grinden. Und das ist halt einfach nur Pokémon fangen, ne? Immer wieder Pokémon fangen. Das ist halt auch nicht so mega spannend. Deswegen, wenn wir da jetzt eine kleine Abkürzung für unser Pokédex nehmen können, ne? Sei es drum. Das finde ich jetzt nicht so verwerflich. Wie gesagt, es ist halt einfach nur immer wieder Pokémon fangen. Es ist halt relativ eine sinnlose Sache. Und ja. Ich meine, es führt nirgendwo hin, ne? Es führt einfach nirgendwo hin. Ja, dann gucken wir natürlich mal ganz schnell nach. Ich finde es echt komisch, wie das hier sortiert wird, weil man muss theoretisch gesehen nach jedem Mal einmal die Pokédex-Nummer sortieren, um sich hier zurechtzufinden. Und dann schicken wir mal das Duflor zurück, kriegen dafür ein Giflor. Das ist natürlich ein super fairer Tausch. Beziehungsweise eigentlich macht Kevin da natürlich noch Gewinn bei, ne? Weil ich meine, er kriegt ja einen Duflor. Ist ja auch ein Pokémon. Es ist ja schon entwickelt, ja. Ich meine, es ist besser als ein Myrapla. Mhm. Ja, ja. So läuft das. So, du gibst das Giflor zurück. Ich weiß nicht wirklich, was ich ihm jetzt noch geben soll. Was ich nicht selber benötige. Normalerweise tauscht man das ja mit jemandem, der den Pokédex noch nicht vervollständigt hat. Aber ich brauche halt immer ein bisschen länger. Es ist halt auch mit dem Aufnehmen so, ne? Dadurch ist man natürlich auch nicht so stark da immer hinterher, weil man halt einfach weniger Zeit braucht. Aufnehmen braucht tatsächlich Zeit, das Schneiden. Dann braucht man immer einen ruhigen Ort, eine ruhige Zeit, um das zu machen. Das vergisst man relativ schnell, dass man das
benötigt. So, dann kümmern wir uns noch einmal um die Menki-Entwicklung, indem wir ihm ein Tauboga anbieten, was natürlich auch schon eine Entwicklungsstufe durchlebt hat. Das heißt, das ist halt im Prinzip gleichwertig, der Tausch. Ja, weil, ne, Tauboga ist ein entwickeltes Pokémon. Hier, sag schon, jetzt habe ich schon wieder hier komplett vergessen, Razzaf auch. Deswegen, ja, wie gesagt, eigentlich eine richtig faire Sache an dieser Stelle. Kann man, glaube ich, gar nichts anderes zu sagen. Und ja, das wird auch nur weiterentwickeln. Blabliblub. Und deswegen ist das, glaube ich, eine feine Sache. So. Dann ist natürlich die Frage, wird soweit durch? So, dann einen letzten Tausch. Ja, für den Spaß an der Sache anscheinend, denn er will natürlich mal wieder sagen, dass er der Pokémon-Fänger des Jahrhunderts ist. Und dann kriegt er jetzt natürlich ein Chanera, sehr, sehr gutes Pokémon, ne? Wir alle kennen Chanera. Sehr, sehr hohes Level im Gegensatz zu dem Hornio. Und da haben wir, glaube ich, schon was erspähen können. Das Hornio ist angelaufen. Oh, jetzt hat er wieder defekte Ware uns hier zugeschickt. Ja, wir sehen, es ist defekt. Es hat so eine kleine Verfärbung. Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen älter, lag schon länger in seiner Pokébox rum und ist einfach schlecht geworden. Und deswegen hat er uns das jetzt zugeschickt, um da seinen Müll loszuwerden. Also das ist natürlich jetzt schon nicht wirklich angemessen. Also, ja, da muss ich nochmal mit ihm reden hier. Also, seine alten, vergammelten Hornlios hier loszuwerden, ist natürlich schon ein wenig verwerflich. So. Mauzi. Was ist das für ein Mauzi? Ist das nicht meins? So, der andere Tauschpartner hat den Tausch abgebrochen. Ja, und dann kann ich natürlich sagen, vielen, vielen Dank an Kevin, dass er hier mit uns die Pokémon getauscht hat und damit unseren Pokédex auf den neuesten Stand gebracht hat. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar Entwicklungen vor uns, aber im Prinzip sind wir jetzt bestens gewappnet. Ja, ich glaube, am Ende können wir nochmal einen kleinen Überblick geben. Hier so Rettern trainieren wir gerade zu Arbok. Sandan haben wir bekommen, setzen wir dann in das Team, um Sandama zu bekommen. Punita ist auch noch im Team für die Entwicklung nach Galoppa. Slimer können wir dann zu Slimog entwickeln. Und natürlich auch unser Traumato, was wir im letzten Part gefangen haben. Zu Hypno können wir weiterentwickeln. Sepa müssen wir noch fangen. Goldini müssen wir noch fangen. Tauros müssen wir noch fangen. Und ein Dratini und das weiterentwickeln. Also haben wir doch noch einiges zu tun. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das Team updaten. Denn wir brauchen natürlich Pokémon, die wir hier aufleveln können. Und dazu gehört natürlich das Sandan. Denn wir brauchen ja einen Sandama. Und dafür können wir Quaffo erstmal rauswerfen. Und dann, wie gesagt, Giflor haben wir jetzt ja bereits die Entwicklungsreihe durchgetauscht bekommen. Und auch hier Razzaf und Menki. Oh, sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, setzen wir unseren Level und die letzten Pokémon-Fangprozesse beim nächsten Mal weiter fort. Und ja, Glasmurmel. Oh, interessant, gut. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an Kevin natürlich für das Tauschen. Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.